Moin moin, ihr Freunde der leichten Unterhaltung, euer Tonkett hier. Heute ist der 26. September 2021 und heute ist Wahlsonntag. Aber das soll hier keine politische Veranstaltung werden. Ich möchte nur die Biker daran erinnern, dass sie wissen sollen, wen sie wählen müssen. Wenn sie dann weiterhin ihre Leidenschaft genießen wollen. Ja, aber wie gesagt, keine politische Beeinflussung, gar nichts. Nein, nein. Nein, warum bin ich heute hier? Warum mache ich diesen Motorvlog? Ganz einfach, das liegt daran, dass ihr mir Kommentare geschrieben habt. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gleich erstmal eins klarstellen. Ich danke euch für diese Kommentare. Ich bin abhängig von diesen Kommentaren. Ich bin abhängig nicht nur von euren Abos und euren Likes, sondern ich bin auch dankbar und abhängig von euren Kommentaren, denn diese Kommentare füllen, ich bin zwar Content Creator, aber das ist nichts, weil ihr füllt diesen Kanal mit Leben und nicht ich. Ich gebe euch nur das Grundgerüst und ihr baut den Kanal weiter aus. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Macht weiter so, weil ich brauche euer Feedback, um weiteren Content für euch zu machen. Und ich habe tatsächlich es so ein bisschen versäumt, bei der Honda CB 125 Neo Sports Cafe ein richtiges Fazit zu ziehen. Das war so ein bisschen kurz gehalten, dann war der Akku alle, dann war die Zeit nicht da wegen dieser Kupplungsgeschichte bzw. Schalthebelgeschichte, war man alles so ein bisschen unter Zeitdruck und dann geht das immer alles ganz, ganz schnell und naja, ich hätte gerne mehr über die Cafe gemacht. Vielleicht bietet sich auch nochmal die Möglichkeit, dass ich da das Ding noch mal fahre und wir dann einen GPS-Speed-Test machen können, weil der hat mir nun tatsächlich wirklich gefehlt. Aber alles Weitere erzähle ich euch unterwegs, ist ja schließlich ein Motovlog und deshalb bleibt dran und vergesst nicht, wer es noch nicht getan hat, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, wie gesagt, Kommentare schreiben, das ist wichtig für mich und ja, ein Daumen nach oben, ne? Ein Däumchen ist ein Träumchen. Wir sehen uns bis gleich auf dem Bike und dann geht's los. Ja, die Honda CB 125 Neo Sports Cafe im Vergleich zu Aprilia RS 125 GP Replika oder auch der normalen. Leistungstechnisch, wo sehe ich da die Unterschiede? Wo ist sie besser? Wo ist sie schlechter, die Neo? Also mal vom Auspuff und vom Display. Wollen wir mal, dass das gut ist und sehr schön gelöst. Darüber wollen wir mal jetzt nicht sprechen. Über das Fahrverhalten. Die Maschine ist unheimlich agil, das hatte ich auch schon gesagt. Wiegt doch nichts, das sind nur 133 Kilo, das sind glaube ich 11 Kilo weniger als bei der Aprilia. Also wir reden dann immer von fahrfertig, vollgetankt und die Drehzahlbereiche bei der Honda sind definitiv anders gelegt. Den Kommentar, den ich beantwortet habe, da habe ich reingeschrieben,
Man muss sich halt einfach auch mal vor Augen halten, was die Verkaufszahlen angeht, wie sich das verändert hat. Denn die meisten Bikes, die heutzutage verkauft werden, sind Supersportler hier. Sportstourer und Sportstourer/Naked und Supermoto. Das sind ja eigentlich diese Renner. Als Beispiel nenne ich die Duke. Die ja wirklich ein Riesenverkaufsschlager ist, egal in welcher Kubikzentimeterzahl, ob das 125 ist oder sogar die 1290er. Die Honda ist für mich persönlich kein schlechtes Bike. Hat eine sehr, sehr weiche Schaltung. Wenn das dann funktioniert, ich meine, dieses Problem, dass die Gänge nicht reingehen, das ist, glaube ich, der Kubikzentimeter-Klasse geschuldet, dass da manchmal das so ein bisschen hakelig ist. Aber es geht teilweise besser als bei der Aprilia. Im Drehzahlbereich, diese Maschine hat einen unheimlichen, ja, ich weiß nicht, was Honda da gemacht hat, aber das funktioniert einfach. Du bist da im vierten Gang und du kannst dann ziehen, und bei der Aprilia ist es so, die möchte gerne geschaltet werden, wenn die, ich sag mal, jetzt bin ich auch im vierten Gang. Aber wenn ich jetzt runter schalte, hier vorne ist die Ampel gerade rot, das können wir gleich mal ausprobieren. Ich bremse jetzt mal runter. So, ich bin jetzt im vierten Gang. So, jetzt sind wir bei 39. Jetzt merkt ihr schon, klack, 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 klack. Ja, das hast du bei der Honda Caffi halt eben nicht. Da kommt das einfach nochmal. Ja, selbst hier 24 km/h, dritter Gang, da will sie nicht. Ich muss sie runterschalten im zweiten Gang, und da selbst da, ja, ist sie eine Zicke und möchte gerne trotzdem noch mal geschaltet werden. Dass die Honda ein Spaßmoped ist, ohne Frage. Man ist auf dem Bike sehr windanfällig, weil man da sehr aufrecht sitzt. Aber ich bin ganz ehrlich, als Zweitbike, so, ich will ja im nächsten Jahr dann auch umsteigen auf die 600 Kubikzentimeter Klasse, also Aprilia 660, wenn möglich, dann hätte ich gerne sowas noch in der Garage zu stehen, um, ja, zur Arbeit zu fahren. Das könnte mir sehr gut gefallen. Und das liegt, wie gesagt, nicht am Sound, sondern das liegt am Bike, an der Gesamtstruktur des Bikes. Da passt alles. Das ist alles irgendwie stimmig. Drehzahltechnisch und so weiter, das ist alles stimmig, das passt alles. Das Fahrwerk hat mich auch sehr geflasht irgendwie, das war schon
die neigt sich nicht so rein beim Bremsen. So, die geht so nicht so tief runter. Also wenn ich bei der Aprilia bremse, dann neigt die sich schon so ein bisschen vorne ein. Bremstechnisch war sie auch sehr gut. Da tippt man so leicht so ein bisschen die Bremse an. Das war einwandfrei. Das hat funktioniert. Ja, die kann auch schnell. Hat man ja gesehen. Problematisch war, dass ich sie leider nicht GPS messen konnte. Das hatte ich ja eben gerade schon erwähnt im Vorspann wegen der Zeit. Würde ich aber gerne noch mal machen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit. So, aber hier aus dem vierten Gang komme ich hier auch sehr gut raus. Würde ich sie jetzt tauschen wollen? Nö. Aber das liegt an mir persönlich. Ich bin nicht derjenige, der auf lange Strecken gerne aufrecht sitzt. Ich bin jemand, der die sportliche Fahrweise mag. Und deshalb bin ich mit der Aprilia eigentlich sehr, sehr, sehr zufrieden. Trotz alledem kann ich diese Honda uneingeschränkt empfehlen. Ist auch ein ideales Anfängerbike. Weil sie auch so leicht und agil ist. Also die ist noch agiler als die hier. Ja, und die ist schon nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt hier so wedle, merke ich, dass das so, ja, so ein bisschen schwergängiger ist. Und die Honda, die geht noch leichter so zum Wedeln. Also da kann man noch leichter solche Wedler machen. Und das macht dann halt im Grunde auch schon ein bisschen in Kurven Spaß. Man liegt ja auch nicht drauf, man sitzt ja drauf, also fährt man die Kurve auch so ein bisschen anders, also was die Sitzposition dann halt im Grunde angeht. Was du halt nicht kannst, du kannst nicht verstecken, weil da halt nichts ist, wo du, hier hast du eine Scheibe, die hast du halt auf einer CB 125 eben nicht. Und klein machen ist da so ein bisschen schlecht. Aber trotz alledem erreicht sie ihre Endgeschwindigkeit von 120 laut Tacho. Inwiefern der, wie gesagt, genau ist, kann ich nicht sagen. Ich persönlich habe mich in dieses kleine Ding tatsächlich auch wirklich so ein bisschen verliebt. Und deshalb habe ich auch gesagt, also als Zweitbike hätte ich das schon gerne. Und gucke mal, vielleicht werde ich mir das tatsächlich dann auch anschaffen, wenn ich dann die 660er fahre, dass ich mir sowas dann noch auch noch ebenfalls in die Garage stelle, zum Spaß. Ja, also im Allgemeinen nochmal, wer sich die Maschine kaufen möchte, richtige Kaufentscheidung, passt. Und kommen wir zu der anderen Sache, die ich auch nicht angesprochen habe. Ich habe ja auch das Video gemacht zur 1000 Kilometer Inspektion. Und in erster Linie habe ich erstmal 168 Euro bezahlt. Das ist wahrscheinlich auch sehr wichtig für euch, was man da für diese ersten 1000 Kilometer bezahlt. Das hätte aber auch 5 Euro billiger sein können, weil ich die Honda nicht getankt habe, habe ich dann nochmal 5 Euro gespendet.
was wurde gemacht. Also da ist eine ganze Menge drauf, alles allerdings hauptsächlich Kontrolle. Was wirklich händisch dann gemacht wird, ist halt, dass das Öl gewechselt wird, Getriebe, also die Schaltung nochmal kontrolliert wird. Und ich habe ja auch gedacht, dass die nächste Inspektion dann bei 4000 stattfindet. Dem ist aber nicht so. Die nächste Inspektion ist erst tatsächlich bei 6000 Kilometer. Und ja, da stellt sich bei mir dann die Frage, werde ich die noch erreichen, wenn dann nächstes Jahr das neue beikommt? Weil 6000 Kilometer, ich sag mal so, in einem halben Jahr, ja, das könnte knapp werden. Ich bin mit meiner Werkstatt sehr zufrieden. Die haben alles gemacht, was sie machen müssen. Und das, was sie gemacht haben, das haben sie auch gut gemacht. Auch, dass sie den Schalthebel dann neu, oder nicht neu, aber dass sie das repariert haben. Ist keine Originalschraube mehr dran, interessiert dann aber wahrscheinlich auch gar keinen mehr. War dann halt im Grunde genommen auch sehr überrascht, dass die gesagt haben, naja, wenn wir jetzt eine Originalschraube bestellen, dann dauert das 6 Wochen, dann kannst du dann nochmal wiederkommen. Da habe ich gesagt, nee, alles gut, wenn ihr sagt, das geht auch so, dann... Und ja, es hält. Was hat sich denn jetzt verändert nach den 1000 Kilometern? Schalltechnisch funktioniert es auch, es ist hakelt nicht mehr. Was immer noch geblieben ist, dass man manchmal den ersten Gang nicht reinkriegt. Wenn man dann an der Ampel steht und im Leerlauf ist, dann zieht man die Kupplung und drückt drauf, passiert nichts, ist normal. Müsst ihr euch dran gewöhnen, ist so. Liegt auch an Aprilia und an der 8-Liter-Klasse. Kann man nicht ändern, hat auch meine Werkstatt gesagt, das ist halt so, lebt damit, fertig aus. Mache ich, gar kein Problem, solange alle anderen Gänge sich einmal frei schalten lassen, ist das gar kein Problem. Man arrangiert sich ja irgendwann mit seinem Bike. Ja, vorher kennt man es noch nicht, ist man noch so ein bisschen, ob das wohl alles so richtig ist. Aber im Nachhinein, wenn man es länger gefahren hat, dann hat man sich damit arrangiert. So, seht ihr, jetzt habe ich die Kupplung gezogen, ich drücke hier drauf, da passiert gar nichts. Ein bisschen nach vorne rollen. Und dann springt der erste Gang rein. Alle anderen Gänge lassen sich schalten mit Kupplung, ohne Kupplung. Das soll es auch von mir zu dem Thema gewesen sein oder zu den Themen, die ich da noch ansprechen wollte. Denkt daran, schreibt mir in die Kommentare, falls ich wieder was vergessen habe, was ihr noch wissen wollt. Ich für meinen Teil gehe jetzt wählen. Fahre jetzt also zur Wahlurne. Das übrigens
wir auch tun. Und sage hiermit, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Euer Tomcat ist raus. Ciao mit Au und schön mit Öl.